Ferris von der Gruppe Scooter. Nicht erschrecken, das ist noch nicht unser neues Video. Ich bin HP. Und ja, wir wollten, bevor das Video gleich losstartet, erstmal euch ein bisschen das Studio zeigen, wo wir die ganzen Sachen verarbeiten. Warte, fangen wir beim wichtigsten Teil an. Genau. Und zwar, hier ist unser Klo. Mal genau ein Bild festhalten. Was? So, ja, gut. Rob the camera. Hier ist unsere Küche. Da halten wir uns eigentlich die meiste Zeit auf. Chaos wie immer. Espressomaschine, ganz wichtig. Wie die funktioniert, weiß eigentlich nur Rick. Rick, der Techniker. Genau. Hier ist der Eisschrank, der ist leer. Und hier steht eigentlich, glaube ich, nur Ketchup und Bier drin. Ja. Ja. Das ist so, was man braucht zum Produzieren. Das meiste ist auch schon schlecht. So, weiter geht's. Und zwar, hier ist unser Flipperraum und Abhörraum. Hier hören wir uns so die ganzen neuesten Scheiben an. Hier, wie ihr seht, steht hier immer jede Menge Vinyl rum. Und ja, hier hören wir uns so Scheiben an, was es so für neue Sachen gibt. Und dann auch das erste Mal immer die Produktionen aus dem Studio, weil das ist eine Anlage, die so eine Hörprobe praktisch, bevor wir eine Sache rausgeben. Weiter geht's, hier klingelt ein Telefon. Das ist egal. Das ist jetzt egal, genau. Ach ja, das Wichtigste, das Studio. Warte, ich geh mal schnell hin. Ja, mal okay, wir machen mal weiter. Da sitzt auch schon Rick. Moin. Aber ich glaube, gerade läuft die CD. Ja. Und nichts von uns. Das ist unser altes Mischpult, das neue Mischpult. Vielmehr, das ist eigentlich auch ziemlich alt, aber klingt ganz gut. Da die ganzen Geräte, der Computer. Am besten kann das Rick eigentlich mal erklären. Ja, Rick erklärt jetzt mal ganz kurz so die Funktion der einzelnen Geräte. Ja, fangen wir mal an. Das sind Synthesizer. Das heißt, hier machen wir Bass-Sound, Flächen, alles mögliche, alles im Gerumpel. Das ist unser Telefon. Ich geh mal ran. Das ist die berühmte Bassline, die 303. Wenn man die ganzen Acid-Sounds macht, die eben Sachen. Ja, wir machen weiter. Hier unten ist die legendäre TR-909 Drum Machine. Damit haben wir schon die Bass Drum von Hyper Hyper gemacht. Klappt gut. Ja, dann noch ein paar Geräte. So. Effekt Library. Effekte. In Hülle und Fülle. Hiermit machen wir Hall, Echo, alles was das Herz begehrt. Alles was weite Flächen macht. Trendige Atmosphären. Lass mal aus dem Fenster gucken. Normalerweise stehen da. Hier unten ist übrigens die Bäckerei. So, auf geht's. Jens. So, jetzt verlassen wir das Studio. Das wird auch langweilig auf die Dauer. Wir zahlen nochmal den Rest hier der Räume. Da ist der Aufnahmeraum. Hier stelle ich mich immer hin. Schrei mal was. Hier ist das Mikrofon. Der Souffleur sagt gerade, ich soll was schreien. In the midnight hour, she cried more. Also hier nehmen wir auf. Tatsächlich singen? Ja, logisch. So, wir sind auch gleich durch. Und dann seht ihr endlich das Video. Ja, hier hängt noch eine goldene verloren rum. Gibt noch mehr, aber die hängen alle bei uns zu Hause. So, hier ist... Chaos geht weiter. Ja, das Scooter-Plakat. So, hier ist das Büro. Das haben wir auch zur Tarnung, damit das ein bisschen nach Arbeit aussieht hier. Genau, die Zettel sind eigentlich alle völlig sinnlos, aber sieht halt gut aus. Ja, ja, hier ist noch ein Klo. Genau. Und der Kopierer, der geht momentan gerade nicht. Naja, und hier die Badewanne und alles. Wasserhahn, fließend Wasser, alles vorhanden. Ja, das setz dich doch mal drauf. Nein, das setz ich jetzt nicht drauf. So, alles klar. Das war unser Studio-Rundgang. Ansonsten... Fans. Ja, Fans. Wenn man aus dem Fenster guckt, sind auch immer vereinzelt ein paar Fans. Die schämen sich gerade. Ja, ja, das sind nämlich sonst auch Kelly-Fans, aber... Ach, die rauchen heimlich. Die rauchen heimlich. Ihr dürft nicht rauchen. Hört auf zu rauchen.
Naja. Okay, Leute, gut. Das war's. Ja, und sind wir vielen Dank noch für eure Unterstützung. Alles klar. Okay, wir sehen viel uns. Viel Spaß beim Video. Bis dann, geht jetzt los. Tschüss.